Ja, Smart Wuppertal, das ist das Thema meiner Präsentation. Ich will Ihnen vorstellen zunächst mal die Strategie als Grundlage zu diesem Thema, dann neue Arbeitswelten, weitere Schwerpunkte und unser Anspruch oder unsere Ziele. Strategie, wir fangen jetzt nicht erst an, sondern wir haben bereits 2018 eine umfassende Digitalisierungsstrategie vorgestellt, auch zahlreiche Projekte daraus bereits umgesetzt und können jetzt, ohne überheblich zu sein, auch sagen, dass wir im interkommunalen Vergleich durchaus auch eine gute Position erreicht haben. Aber das alles hat durch Corona einen riesigen Schub erfahren. Corona hat wie ein Beschleuniger gewirkt und hat vieles sicherlich verändert, manches auch erschwert, aber was Digitalisierung angeht, auch sehr, sehr viel möglich gemacht. Und wir werden jetzt die Digitalisierungsstrategie auch fortschreiben, um diese Veränderungen, die durch Corona entstanden sind, auch abzubilden und weiterzuentwickeln. Die Arbeitswelt hat sich wesentlich verändert. Ich will nur einige wenige Themen herausgreifen. Vieles könnte noch gesagt werden. Homeoffice ist nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Viele, auch ich, das gebe ich offen zu, haben sich überhaupt nicht vorstellen können, dass so viel Homeoffice möglich ist an so vielen Arbeitsplätzen. Also wenn mir vor Corona jemand gesagt hätte, dass ich in diesem Umfang Homeoffice machen könnte, wie ich es jetzt tue, ich hätte das nicht geglaubt. Viele Führungskräfte haben das nicht geglaubt, auch viele Mitarbeitende nicht. Homeoffice ist jetzt so weit verbreitet, wie wir es uns nicht haben vorstellen können. Aber wir haben auch die Prozesse, die Abläufe wesentlich verändert und sicherlich auch die Nutzung von Flächen. Wir haben festgestellt, dass wir heute wesentlich weniger Flächen brauchen, weil eben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Homeoffice sind. Das ist nur ein Beispiel für viele Veränderungen, die durch Corona entstanden sind. Und es gilt jetzt, wenn hoffentlich bald doch eine Perspektive zum Ende oder zum Abklingen von Corona sich auftut, dann gilt es natürlich nicht, alles wieder zurückzukehren zu den Verhältnissen vor Corona, sondern wir müssen das Positive, was Corona hervorgebracht hat oder ermöglicht hat, das müssen wir bewahren. Das heißt, kein Zurück in den Status quo ante, sondern die Nutzung vieler Möglichkeiten und Potenziale, die durch Corona möglich gewesen sind, auch danach. Es gibt sicherlich was oder eine wesentliche Voraussetzung für neue Arbeitsorganisation ist eine gute, moderne Technik. Da waren wir, wie gesagt, vor Corona schon relativ gut. Und deshalb ist es auch möglich gewesen, sehr schnell und sehr weitgehend auch den Umstieg in Homeoffice zu ermöglichen. Wir haben hier mal die Zahlen dargestellt. Wir haben 3.400 Beschäftigte mit Homeoffice-Zugängen. Das heißt also, 3/4 unserer Mitarbeitenden sind in der Lage und tun das auch in großem Umfang, Homeoffice zu praktizieren. Wir haben auch damit begonnen, Desk-Sharing umzusetzen, das heißt dort, wo Mitarbeitende eben teilweise zu Hause arbeiten, dann eben die Arbeitsplätze, die nicht belegt sind, flexibler zu nutzen, um damit auch wirtschaftlicher mit Flächen umzugehen. Wir haben neue Kommunikations-, neue Interaktionsformen eingesetzt, Videokonferenzen, die ja vor Corona kaum vorhanden waren, sind heute eigentlich aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Eine Steigerung von 0 auf 80.000, das ist ein Beispiel dafür, was hier möglich geworden ist. Die neuen Arbeitswelten funktionieren weitgehend papierlos. Hier stehen einige Beispiele dafür. Die Eingangspost wird eingescannt. Wir haben flächendeckend ein Dokumentmanagementsystem. Flächendeckend ein Dokumentmanagementsystem eingeführt. Die Post wird in den Aktenplan eingeordnet und digital zugestellt. Wir haben in vielen Fällen schon die Fallakten von Papier auf E-Akten umgestellt. Neue Akten sind dann komplett digital, aber sicherlich wird die Umstellung der Bestandsakten auf die digitale Akte noch relativ lange dauern. Aber der Ausstieg aus dem Papier ist begonnen und schon relativ weit vorangeschritten. Neue Arbeitswelten brauchen digitale Prozesse. Das heißt, es bringt ja überhaupt nichts, nur Prozesse in digitaler Technik
umzusetzen, sondern sie müssen optimiert werden, sie müssen vorher dokumentiert werden und erfasst werden. Wir haben alle Verwaltungsprozesse in einer sogenannten Prozessplattform zusammengefasst, über 2600 Prozesse identifiziert, 700 modelliert bzw. optimiert, das heißt Optimierung von Prozessen und dann Digitalisierung von Prozessen. Das ist sehr freundlich. Digitalisierung von Prozessen, um damit dann eben auch moderne Workflow-Systeme einführen zu können. Das ist ein großer Fortschritt für die verwaltungsinterne Kommunikation, aber sicherlich genauso wichtig auch für die Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern. Unser Service-Portal umfasst bereits über 100 Leistungen. Das ist ein wichtiger Einstieg. Wo wir hinkommen müssen, das weist uns das Online-Zugangsgesetz. Das heißt, wir wollen letztendlich über 500 Dienstleistungen, die wir für Bürgerinnen und Bürger anbieten, digital, in digitaler Form über das Serviceportal den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln und dann eben nicht nur in der Kommunikation zwischen Bürger und Rathaus, sondern dann auch die digitalisierten Prozesse innerhalb der Verwaltung. Es gibt einige Pilotprojekte, zum Beispiel Unterhaltsvorschussgesetz oder Arbeitslosengeld II, die zeigen, dass das geht, aber da sind wir sicherlich noch nicht am Ende. Wir müssen, wenn wir neue Arbeitswelten wirkungsvoll einführen wollen, unsere Beschäftigten mitnehmen. Das heißt, wir müssen zunächst mal erfragen, wie geht es den Beschäftigten während Corona, zum Beispiel durch Homeoffice. Da haben wir eine weitreichende Befragung durchgeführt, um überhaupt mal festzustellen, wie gehen die Beschäftigten mit dieser neuen Situation um. Aber wir wollen darüber hinaus auch eben Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen in digitaler Technik und letztendlich zusammenführen in einem verwaltungsweiten Projekt des Change Management. Weitere Schwerpunkte in den nächsten Jahren: Digitalisierung der Bauanträge, Schaffung eines Ausfallrechenzentrums, Ausbau der Informationssicherheit, Anliegenmanagement oder Beschwerdemanagement für Bürgerinnen und Bürger und Ausbau Glasfaser und 5G. Warum machen wir das alles? Einerseits, um verwaltungsinterne Prozesse schneller, besser und auch wirtschaftlicher zu gestalten. Andererseits aber auch, um den Bürgerservice deutlich zu verbessern, den Zugang zu Leistungen zu vereinfachen und auch Vorreiter im kommunalen Umfeld zu sein. Das heißt, interne Prozesse optimieren und gleichzeitig in der Kommunikation oder in der Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern besser zu werden. So viel als kurzer Überblick über Smart Government in Wuppertal. Vielen Dank, Dr. Slavik. Wenn Sie so ein bisschen drauf gucken, ich glaube, bei Ihnen darf ich fast sagen, jahrzehntelange Erfahrung in der Verwaltung. Ja. Gibt es was, wo Sie sagen, da hätte ich nie gedacht, dass es dahin geht, dass Sie selber sagen, irgendwie, das ist somit für mich auch einer der großen Felder der Verbesserung? Also wenn ich mal so Resümee ziehe, würde ich sagen, die Flexibilität. Mhm. Die Flexibilität ist das, was am meisten Vorteile oder der größte Vorteil. Das heißt, dass ich in der Lage bin, an jedem Ort auf der Welt letztendlich oder in Deutschland zu arbeiten, zu kommunizieren, Informationen abzurufen, dass es möglich ist, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch von Pflege von Angehörigen und Beruf zu verbessern, flexible Möglichkeiten der Interaktion, auch zum Beispiel der Kommunikation, also zu ersetzen, die Präsenzsitzungen durch Video, das ist, glaube ich, der größte Vorteil und die größte Veränderung. Dankeschön, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben. Dr. Slavik, vielen Dank.